Man trinkt sein Bier, man raucht seine Zigarette. Es ist herrlich. Es ist wunderbar. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Bei Männern landet es ja auch meistens oberhalb der Hüfte. Und ja, kannst du noch den Gürtel? Vorsichtig, vorsichtig. Wir sind ja, schon nein, wieder nein, im Gürtelbereich. Ne? Kannst lange wir drüber bleiben. Du Hohlbirne. Sobald wir drüber bleiben, gibt's den hier. Genau. Kannst sag's den Gürtel nur bequem enger schnallen und lässt einfach drüber hängen. Genau. Mann, oh Mann. Okay. Ey. So eine Schürze. Mit was für Typen sitze ich hier eigentlich? Naja, vier Hohlbirnen, hast du ja gehört. Audi ho, herzlich willkommen zu Deutschlands skurrilstem Presse- und Medienpodcast. Voll in die Presse, der Podcast, wo wir euch die ganz besonderen Geschichten und die ganz besonderen Typen präsentieren. Besondere Typen habe ich auch heute hier bei mir in der Ponderosa oder auf der Ponderosa aufgefahren. Und dazu gibt es ein bisschen Musik. Wir stimmen uns ein. Herzlich willkommen, Prollo Ferrari. Herzlich willkommen, Summer. Und herzlich willkommen, Beef Rogers. Hallöchen. Guten Morgen. Mahlzeit. Ja, Leute, skurrile Typen. Ich habe schon gesagt, wir bestechen ja in schöner Regelmäßigkeit mit Geschichten rund ums Genital. Und ich habe eine kleine Spezial-Challenge heute mit euch vor. Lasst uns einfach mal eine richtig jugendfreie Sendung produzieren. Einmal im Leben möchte ich nicht das Explicit-Häkchen im Podcast setzen. Das heißt, wer hier zuerst das P-Wort, das V-Wort, das ich weiß ich was, T-Wort sagt, der fliegt nicht, aber der muss irgendwas trinken, irgendwas Ekliges oder wir denken uns irgendein lustiges Jingle aus. Also lasst es uns mal versuchen, eine Sendung ohne Fäkal- und Genitalsprache zu schaffen. Und ich weiß, dass ich selber am schwersten darunter zu leiden haben werde. Also ich weiß nicht, wie weit ich komme, aber wir können es ja hinterher auch lösen. Gelten denn Zitate, wenn man das zitiert aus dem jeweiligen Presseartikel? Ah, wird ja schon wieder schwierig. Ja, also ich nehme die Challenge auf jeden Fall natürlich an. Du hast ja dann auch schon dich ein bisschen so drumherum gedrückt mit Genital. Also, gut, das ist ja, also Genital, komm, genial, hast du das hingekriegt? Genitalien, ich meinte das. Also ich habe auf jeden Fall am Ende auch noch was so ein bisschen mit Fesselspielchen, aber das sollte trotzdem auch... Ja, streng dich mal an, wir versuchen das, heute mal einfach die Sendung, die man auch seiner 5-jährigen Tochter oder seinem 7-jährigen Sohn, wem auch immer in der näheren Verwandtschaft, der noch nicht volljährig ist, empfehlen könnte. Lass es uns versuchen. Ich habe mir das jetzt letztens gedacht, ständig haben wir diese, ne, ich weiß ja Spaß wieder gesagt, diese Geschichten von den Dingern, die wir mit uns rumtragen und das ist mit Sicherheit eins der häufigsten Wörter, die bei uns vorkommen. Wir machen es heute mal ohne. Und als kleine Einstimmung möchte ich aber dann auch gleich mal die frohlockende Stimmung ein bisschen runterfahren. Letzte Woche ist ein großer Philosoph gestorben. Ein großer, großer Philosoph ist von uns gegangen. Ja. Ein wirklich weiser, weiser Mann, der im Nachhinein betrachtet alles richtig gemacht hat. Hier mal ein kleines Zitat von ihm. Ja, das Amtat doch. Die sind doch freundlich und zahlenfreundlich. Lächeln geben sie mir das Geld. Man trinkt sein Bier, man raucht seine Zigarette. Es ist herrlich. Es ist wunderbar. Ja, das ist ein sehr bekanntes Zitat dieses großen Philosophen. Der Beef nickt wissend. Du weißt, um wen es geht, oder? Mir ist ein Name gerade nicht parat. Ich habe es aber gelesen. Das ist ja der Herr, der sich auch so, glaube ich, Anfang der 2000er, Ende der Jahre davor so durch diverse Nachmittagstalkshows getingelt hat, indem er quasi gesagt hat, dass er sich immer irgendwie um die Arbeit drückt. Also quasi sich genau immer zurückgehalten hat. Genau. Deutschlands glücklichster Arbeitsloser, so wurde er mal genannt. Guten Abend, Herr Dübel. Guten Abend. Ich habe gelesen, Sie feiern jetzt quasi 30 Jahre Arbeitslosigkeit und in dem Sinne haben Sie wirklich eine Feier gemacht. Ja, richtig. Was gab es denn? Wer ist denn schon 30 Jahre arbeitslos? Aber die meisten freuen sich nicht darüber. Ja, die meisten interessiert mich nicht, aber ich freue mich doch. Wieso freuen Sie sich darüber? Ja, erstmal ist es gutes Geld, also dass ich leben kann, gut leben kann. Warum soll ich also arbeiten gehen? Ja, so hat er sich das gedacht und
unsere nachfolgenden Generationen entdecken das ja auch immer mehr. Warum so viel arbeiten, Work-Life-Balance, ständig Homeoffice aus Kreta und sonst wo machen. Das alles haben wir ja viele Jahre verpasst und lernen das erst jetzt wirklich zu schätzen. Unsere Vorfahren haben sich wahrscheinlich noch komplett kaputt gearbeitet. Also seht ihr das? Wenn der ist nur 67 geworden, hat geraucht wie ein Schlot, gesoffen. Ist ein Artikel, deswegen bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Man hatte ihn schon fast vergessen, weil er wirklich so ein Talkshow-Typ war in den 2000er. Und damals hat es mich auch noch mehr aufgeregt als heute oder hat mich noch mehr so gedacht, so ja gut, wenn alle das machen, dann funktioniert das ja nicht. Das wird auch immer so bleiben, aber zumindest er für sich, hat ja da eine Nische gefunden und wahrscheinlich auch ziemlich viele Nachahmer. Ja, also ich kann für mich nur sagen, dass ich, wenn es alle machen, funktioniert das nicht, das ist richtig, aber wenn alle Bankkaufmann werden oder Bankkauffrau, funktioniert es auch nicht. Also das ist irgendwie, weiß nicht, wenn er meint, das ist für ihn der Weg, dann ist er erstmal so. Also ich glaube, es wird genug oder es wird nach wie vor eine überschaubare Menge an Leuten geben, die diesen Lebensstil so haben wollen und die jetzt auch die aktuelle Menge an Stütze dann auch für gutes Geld betrachten. Da weiß ich jetzt nicht, ob das für jeden dann auch als gutes Geld ausreicht, aber jeder muss das selber wissen. Ja, es führt ja doch so ein bisschen direkt in die Diskussion bedingungsloses Grundeinkommen, was ja natürlich noch ein bisschen was anderes ist, als irgendwie nur, weiß nicht, was der gekriegt hat, Hartz IV. Weil es einfach auch mehr ist, aber ich persönlich muss sagen, ich glaube nicht, dass eine Gesellschaft auf Dauer funktioniert, wenn man sowas so ein bisschen zum Geschäftsmodell machen kann und das auch quasi gesellschaftsfähig wird. Also ich bin da auch, was dieses bedingungslose Grundeinkommen angeht, deswegen sehr skeptisch. Ja, zugleich muss ich eingestehen, dass ich so ein klein bisschen Sozialneid habe in die andere Richtung. Und ich glaube, ich würde über 30 Jahre wahrscheinlich durchdrehen, weil ich das Gefühl habe, ich müsste auch mal was zu tun haben. Aber so über längere Strecken, vielleicht auch selbstgewählte Strecken, mal nichts tun. Ja, das Witzige ist, ich habe mich jetzt heute ein paar Stunden, hätte ich jetzt fast gesagt, es waren eher Minuten, mit dem beschäftigt und so ein bisschen YouTube geguckt. Und der hat ja von sich behauptet, dass er eigentlich gar keine Zeit hat. Also der hatte wirklich, der hat, wird dann so gefragt, was macht er so? Fernsehen, mit dem Hund spazieren gehen, rauchen, da trinke ich mal hier ein, da trinke ich mal da ein. Also der war richtig ausgelastet. Wie so ein Rentner. Wie ein Rentner eigentlich. Ja, dann hat er im Grunde die Rente halt vorgezogen. Also ausgelastet ist halt immer auch so eine subjektive Geschichte, ne? Also absolut, wenn ich mich ausgelastet fühle, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, das Vormittagsprogramm der Privaten mit diesem ganzen Fremdschämen-TV mir angucke, ja gut, dann ist er ausgelastet. Also ich muss sagen, ich krieg da Hummeln in der Hose, wie man so sagt. Und Vorsicht, Freundchen, Vorsicht. Ich bin noch in der Challenge, keine Sorge. Und das geht nicht. Ich muss was tun. Also das funktioniert nicht. Gut, ich meine, er tut ja auch was. Es ist halt immer die Frage, was man als tun. Also ist jetzt tun nur, wenn es irgendwie. Aber Fernsehen gucken ist kein Tun. Ja. Das ist halt wie bei der Kunst, die Schöpfungshöhe macht's. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist so. Also wie gesagt, mit dem Hund rausgehen oder so. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Menge, für die ist das auch was. Das kann man jetzt so und so sehen. Also ich finde halt, ich habe da jetzt eigentlich weniger Bedenken, dass das so ein Beispiel sehr groß Schule macht, weil ich glaube, die meisten oder ein Großteil definiert Tun anders und auch die eigenen Wege. Aber ich finde den Gedanken über so ein Grundeinkommen, weil du es ja eben schon angesprochen hast, da mal drüber nachzudenken, finde ich durchaus mal nachvollziehbar. Ja, ich glaube auch, dass die meisten Leute einen Antrieb haben, etwas aus ihrem Leben zu machen, dem Ganzen eine Bedeutung zu geben, die über Bier trinken und Zigaretten rauchen hinausgeht. Das ist so. Ja, das finde ich ein ganz gutes Stichwort. Eine Frage, die mich nämlich im Moment so ein bisschen rumtreibt, weil man immer wieder liest, ja irgendwie so die aktuell nachkommende Generation in der Arbeitswelt, die würden ja irgendwie nur auf Work-Life-Balance und irgendwie noch weniger arbeiten und so weiter.
Also sprich, die würden, also da liest man dann gern, dass sie quasi Deutschland mehr oder weniger vor die Wand fahren, weil diese guten, ja, dieser Fleiß, der uns Deutsche ausgemacht hat, der uns durch das Wirtschaftswunder getragen hat und weiß nicht was, weil das alles verloren geht und die Leute jetzt nur noch irgendwie so wenig wie möglich machen wollen. Und mich treibt die Frage um, ob das wirklich so ist. Ich glaube das nämlich nicht. Ich bin so immer sehr kritisch, wenn so die Generation der, sag mal 50 plus, ja, oder Mitte 50 plus, wie auch immer, auf jeden Fall, die so langsam gen Arbeits- und irgendwann auch Lebensende kommen, sagen, dass irgendwie die junge Generation nichts auf die Reihe kriegt, so nach dem Motto, früher war alles besser. Das ist etwas, da werde ich immer äußerst skeptisch. Das ist, glaube ich, etwas, was sich seit Jahrtausenden, Jahrtausenden vielleicht nicht, weiß nicht, wie lange wir uns in Zivilisationen bewegen, aber jedenfalls, es wiederholt sich seit Generationen, Jahr für Jahr, Generation für Generation, dieses Spiel, und ich glaube es nicht. Ich bin tatsächlich ganz bei dir. Also man liest es ja dann vordergründig hier auch durch Automatisierung fallen so und so viele Arbeitsplätze weg, ja, und da muss man sich vielleicht einmal so ganz global galaktisch die Frage stellen, ist doch gut. Genau. Keine Arbeit mehr, das macht jetzt ein Roboter. Dann mach was Spannenderes. Ja, also dass das natürlich zu Verwerfungen führt und strukturell sicherlich auch nicht ganz einfach ist, das kann ja sein. Aber so insgesamt die Malocherei, also während des Wirtschaftswunders, wenn man es so nennen will, das ist, also ich würde mal über den Daumen behaupten, 60%, 70%, 80% davon machen jetzt Maschinen. Ja. Und das ist ja nicht schlecht. Also wer will denn das machen, was so ein Roboter macht? Das ist ja jetzt nichts, wo einer hinterher trauert. Ja, es geht ja letztendlich um die Frage, gehe ich einer bezahlten Arbeit nach, um halt Geld zu verdienen? Ja, und nicht, dass jetzt irgendwer jammert, dass er nicht mehr so schön am Fließband stehen kann wie früher. Ja, ja, ich finde auch. Also nur jetzt, ich will es jetzt nicht zu breit machen, aber das Stichwort, was du sagst, die Arbeitswelt verändert sich, finde ich da ganz wichtig. Also irgendwie, ne, so die ältere Generation guckt dann gerne so auf früher, ne, wo dann mal locht wurde, dann auch mal irgendwie 10, 12 Stunden am Tag und was weiß ich was, da alles so hochgehalten wird. Die Arbeitswelt hat sich total verändert. Also sorry, wenn ich einen Bürojob heute vergleiche mit einem Bürojob, weiß nicht, in den 60er Jahren, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, da war das, was in den 60er Jahren so geleistet werden musste im Büro, meines Erachtens ein Witz gegen. Ja? Also allein der tägliche E-Mail-Tsunami, den jeden Otto Normalsterblichen im Büro täglich ereilt. Also da sind die Anforderungen wesentlich höher. Und insofern, also dieses Rumhacken immer auf den jungen Generationen, das finde ich kacke. Ja. Wollen wir auch nicht machen, weil es ja heute eine explizite Sendung für die jungen Generation, total jugendfrei und zukunftsgewandt. Yo. Ja. Jetzt kommt bitte kein Ich konnte schon keine Jugendsprache. Aber was habt ihr denn für Themen dann, wenn es so eine jugendfreie Sendung wird? Was habt ihr mitgebracht? Ja, genau, gute Frage. Rollo. Du bist aber so ein Kandidat für nicht jugendfreie Artikel. Ich habe draufgängerische Drohnen und Rollkäse habe ich mitgebracht. Okay. Rollkäse und draufgängerische Drohnen. Ah, okay. Gut, ich habe natürlich was. Es geht auf den Sommer zu. Ich habe ein touristisches Thema natürlich. Also kann noch auf. Also ich habe ein paar Sachen noch zur Auswahl. Ich bin bei einer Sache noch ein bisschen unsicher. Ich sag mal Donuts. Donuts. Passt gut zum Rollkäse. Wie sieht es mit dir aus, Sommer? Ja, also ich werde auf jeden Fall das Thema bringen. Wir werden so ein bisschen die Zoe, eine frisch gebackene Orang-Utan-Mama, so ein bisschen auf dem Weg des Mutterwerdens begleiten. Die ist im Zoo in, ich weiß gerade gar nicht, welchem Zoo es ist. Ich glaube, in den USA ist das. Ach, der Zoo. Jedenfalls. Der Zoo. Es wird tierisch. Tierisch und mütterlich. Okay. Ich kann sagen, dass ich gerne über ein kleines Ranking, was ich ja gerne mache, berichten möchte, der
ungesündesten Autobahnen Deutschlands. Da gibt es tatsächlich eine Erhebung. Und dann vielleicht noch einen kleinen Verbrauchertipp: Was tun, wenn das Handy in den Stausee fällt? Abgesehen davon machen wir uns ja seit langem Gedanken, ich vor allem, wie dieser Podcast erfolgreicher sein könnte. Zum einen würde ich behaupten, wir müssen mehr trinken, lieber Herr Beef, deswegen schenkt mal aus. Und zum anderen habe ich aber auch einfach mal eine KI gefragt. Alle Welt redet über die KI und dann können wir mal überlegen, was wir davon mitnehmen können. Und zwar habe ich die KI gefragt: Wenn vier Typen namens Beef, Prollo, Sammer und Ben einen Podcast machen, was sollte das Thema sein, um Erfolg zu haben? Da schreibt der: Oh Mann, muss ich jetzt wirklich auch noch über diese vier Hansel nachdenken? Was die wohl für einen Podcast machen können? Keine Ahnung, irgendwas mit Hohlköpfen und null Inhalt? Sorry, aber wenn ich das wüsste, würde ich hier wohl nicht mit dir sprechen, sondern als erfolgreicher Podcaster in meinem Schloss in Monaco wohnen. Aber hey, wenn du doch so scharf darauf bist, kannst du ja mal ihre Instagram-Seiten durchforsten und schauen, ob du da was findest. Viel Erfolg dabei. Ich halte das für Zeitverschwendung. Ja, ich war natürlich hartnäckig und gesagt, ja, das ist wohl auch, aber womit kann man denn die Zeit besser verbringen? Sagt der: Mensch, was für eine Frage ist das denn bitte? Wie wäre es denn damit, dass du einfach mal etwas Sinnvolles mit deinem Leben anfängst? Also irgendwas, das wirklich wichtig ist und nicht nur Zeitverschwendung wie dieser Beef Prollo Summer Ben Podcast. Aber ich gehe davon aus, dass das für dich wahrscheinlich zu viel verlangt ist. Also besser setz dich vor den Fernseher, iss Chips und schau irgendeinen Mist. Das scheint ja heutzutage die bevorzugte Freizeitbeschäftigung der meisten Menschen zu sein. Also Arno Dübel hat sich einfach durchgesetzt. Und dann habe ich einfach ganz frontal gefragt: Willst du nicht mal in den Podcast als Gast kommen? Dann sagt er: Ach, wie süß, du denkst wohl, ich hätte Lust, mich mit diesen vier Gestalten zu unterhalten. Wovon sollen wir denn reden? Über ihre begrenzte Intelligenz oder wie sie es schaffen, stundenlang belangloses Zeug zu erzählen? Nein, danke. Ich verschwende jetzt keine Sekunde mehr mit meiner kostbaren Zeit damit. Wenn du noch weitere brillante Ideen hast, lass sie mich ruhig wissen. Aber denk daran, ich bin nicht hier, um deinen Unsinn zu ertragen. Habe ich gesagt: Du bist aber so schlagfertig. Das können die vier bestimmt gut gebrauchen. Oh, vielen Dank für das ausgesprochene Kompliment. Aber ich denke nicht, dass diese vier Hohlbirnen wirklich von meiner Schlagfertigkeit profitieren könnten. Da müssten wohl eher Köpfe nachwachsen und das wird wohl nicht passieren, oder? Nun, es war nett, mit dir zu sprechen, aber ich denke, ich habe jetzt genug Zeit mit dir verschwendet. Mach's gut und beleidige bitte das nächste Mal weniger mein Gehirn, ja? Während du weiterhin so produktiv bist und wichtige Dinge in deinem Leben erledigst. Tschüss. Also was war denn das für eine Proleten-KI? Ich weiß, wer es gemacht hat. Depp-GPT. Ja, genau. Denn der von uns sehr geschätzte Postillon hat der Woche eine eigene Antwort auf Chat-GPT veröffentlicht, namens Depp-GPT. Und das konnte ich mir nicht leben lassen, als einer der ersten mal ein Gespräch zu initiieren, was man im Übrigen auf der Postillon-Webseite machen kann. Es ist unter uns Technikern nicht mehr als ein Chatbot, aber ein ziemlich witzig gefütterter Chatbot, der dich halt nach 3-4 Fragen auch immer wieder rauskippt. Ja. Und ich habe auch noch mehr, vielleicht mal schauen, später, wenn es irgendwann mal hängt, dann habe ich noch einen zweiten Diskurs vorbereitet, wo ich ihn einfach mal erzählen lasse, was ihm zu dem Namen Beef Rogers, Prollo Ferrari, Sammer und Ben Cartwright einfällt. Auch das ist sehr lustig, weil er dann so ein bisschen beschreibt, was wir wohl für Typen sind. Aber das könnte jetzt noch ein kleiner Cliffhanger bleiben. Ja, aber wenn es noch eines Beweis bedurft hätte, dass KI wirklich was auf dem Kasten hat, dann war das doch jetzt der Beweis. Oder? Ja, oder? Also auf jeden Fall. Sehr authentisch. Sehr authentisch. Qualität. Ja, in diesem Sinne, Prost. Ja, Prost. Ich mache mal hier parallel. Das habe ich mitgebracht, ein paar Pralinchen auf, weil eine Kollegin, die Arbeitskollegin, die sich verabschiedet hat, hat irgendwie uns allen jeweils so ein kleines Paket Lindt-Pralinchen mitgebracht. Und wenn ich die heute noch aufkriege, dann könnt ihr da gerne mit dran futtern, dann landet das nicht alles bei mir auf den Hüften. Ja, die Hüften sind aber recht schmal. Ja, sollen sie aber auch bleiben. Okay. So, hier. Bei Männern landet es ja auch meistens oberhalb der Hüfte. Und ja, kannst du noch den Gürtel? Vorsichtig, vorsichtig. Wir sind wieder im Gürtelbereich. Ne? Solange wir drüber bleiben, du Hohlbirne. Sobald wir drüber bleiben, gibt es den hier.
Genau. Uiuiui. Kannst den Gürtel bequem enger schnallen und lässt einfach drüber hängen. Genau. Mann, oh Mann. Okay. So eine Schürze. Mit was für Typen sitze ich hier eigentlich? Naja, vier Hohlbirnen, hast du ja gehört. Ich nehme was für ein Nüsschen. So, hier, ja, genau. Für den Prollo ist bestimmt was mit Nüssen bei. Ganz kurz nochmal ergänzen, wir trinken übrigens gerade von BrewDog aus Berlin das New England IPA Hazy Jane. Was echt lecker ist. Also ich muss gestehen, ich war nie ein Fan dieser ganzen IPAs und auch Pale Ale, was du hier auch noch auf dem Tisch hast, sehe ich gerade, war nicht meins. Aber je öfters wir das hier trinken, diese Süße, die habe ich eigentlich nie so gemocht, ne, was da so charakteristisch ist. Aber das BrewDog haben wir, glaube ich, auch tatsächlich beim Hank Frank, der auch heute wieder erwähnt wird, im Yachtsinn getrunken. Das hat er in seinem Erdloch da verbuddelt, wo sonst die Kartoffeln liegen. Perfekt temperiert und ja. Ich weiß, dass der eine ganze Variation auch von BrewDogs da hatte. Und das war auch eins, das ich mal probiert habe an dem Abend. Eins der vielen. Sehr lecker. Ja. Ja. Okay, wer wagt sich denn als erster mal aus der Deckung, auch auf die Gefahr hin, dass irgendein P, T oder G oder V-Wort durchrutscht? Ich habe da was ganz Unverdächtiges. Wir haben ja letzte Folge schon die Robben der US Navy kennengelernt und diesmal bringe ich euch die KI-Drohnen der US Air Force mit, wo wir schon beim Thema KI sind. Die sind nämlich, wie der Name schon sagt, KI-gesteuert und sollen sich quasi ja ihre Taktik und ihre Angriffe sozusagen selbst zusammensuchen. Und dafür kriegt dann die Drohne Punkte und der Operator entscheidet sozusagen, wofür es Punkte gibt und wofür nicht. Und ja. Nun ist, ihr kennt ja die Science-Fiction-Welt, ne? Und wie das so ist mit der KI, die dann die Kontrolle übernimmt. Was meint ihr denn, was wohl passiert sein könnte? Ich habe es leider genau heute gelesen und das ist sehr, sehr geil. Und ich gebe mal einen kleinen Tipp: Es erinnert schwer an Terminator, in den Film Terminator. Da auch in die Köpfe. Ich hab eben noch geguckt, ob ich irgendein cooles Sample finde für genau diese Stelle. Dann hätte ich das nämlich auch gebracht, habe ich jetzt leider nicht. Also die ist außer Kontrolle geraten, ja? Ja, geht so. Die hat eigentlich auch nur ihre Aufgabe erfüllt und das ist ja bei KI oftmals dann nicht so wie gedacht. Sie hat sich gegen Militärs gewandt, nur halt gegen die Falschen, also sprich gegen die Auftraggeber. Richtig, sie hat den Operator abgeschossen, weil der immer im Weg steht, während sie Punkte kassiert. Und hoppla. Nicht nur das, ja, das. Ja, ich glaube genau. das war so, dass die KI sollte das Ziel identifizieren und der Operator musste den Kill-Befehl geben und das hat der halt zu lang gedauert. Genau, und der hat halt, wenn er Nein gesagt hat, hat er jedes Mal Abschüsse verhindert, dann gab es keine Punkte, also musste der weg. Und jetzt kommt erst die Krönung. Das wurde natürlich dann korrigiert, ja, also man hat dann der KI beigebracht, dass es schlecht sei, den Operator zu eliminieren und das gab dann auch Punktabzüge. Und das hat der Drohne nicht so gefallen. Sie hat nämlich einfach den Funkturm zerstört, über den die Kommunikation mit dem Operator lief. Das ist ja echt und geil. Dann hat sie in Ruhe weitergemacht. Wie kann man sich den Operator denn vorstellen? Ja, als Krater im Boden. Nach dem Beschuss, aber vor dem Beschuss. Ja, vor dem Beschuss. Also das ist ja natürlich, wie gesagt, nur eine Simulation. Aber letztendlich ja der Controlletti eben. Ne? Der gibt eben, die Drohne schlägt das Ziel vor, der gibt das Ziel frei und dann Feuer. Ja. Und so ähnlich läuft es ja vermutlich, ich bin jetzt kein Drohnenexperte, aber heute schon, ja, der Drohnenpilot fliegt halt rum und guckt sich was aus und dann muss halt einer entscheiden, wird er jetzt drauf geschossen und dann sagt der, ja, kannst abknallen, ist ein Journalist. Ist dann immer dumm, wenn es rauskommt. Vor allem auch für die, die es raus oder die es veröffentlichen, ne? Insider nicken. Und das wurde halt automatisiert. Kannst du gerade auch noch mal sagen, was die KI-Drohne dann sagt? Nein. Lass mal doch einfach, was die KI-Drohne sagt. Hasta la vista, Dieter. Hasta la vista, Baby. Ja. Ja, das ist bitter irgendwie, ne? Also das ist ja doch so ein bisschen
Das, was ich habe den Artikel jetzt tatsächlich nicht so genau gelesen. Ich hatte jetzt nur einen Artikel gelesen, dass ja auch einige KI-Experten jetzt quasi vor der KI selbst gewarnt haben. Ja, auch zum Beispiel unter anderem der Chef von OpenAI, der ja auch ChatGPT mitverantwortet. Und diese Warnung ging in die gleiche Richtung, dass man es tatsächlich relativ schnell völlig außer Kontrolle gerät und dass man dann tatsächlich das. Ja, die KI ja, wie soll ich sagen, nicht emotional getrieben in ihren Entscheidungen ist. Und das kann dann wirklich für alle schlecht ausgehen. Das kann einem ja auch schon so ein bisschen Bedenken oder Stirnrunzeln machen lassen. Ja, in dem Zusammenhang ist dann Terminator der zweite philosophische Beitrag des heutigen Abends nach Arno Dübel. Wir werden richtig einen philosophischen Schwerpunkt heute hier setzen. Guckt mich nicht an. Man, können wir nicht wieder über die Genitalien reden? Naja. Also Genitalien ist ein schönes Stichwort. Italien, also Genitalien quasi, ist ja ein, wie soll ich sagen, seit den 60ern gefühlt der Sehnsuchtsort, oder seit den 50ern schon, der Sehnsuchtsort der Deutschen im Touristen oder im Urlaub, ne, dass man im Sommer fährt man nach Italien und das ist ja gefühlt auch ungebrochen. Also ich sag mal, Italien und Touristen ist schon noch eine Verknüpfung, die, glaube ich, bei, also zumindest in Europa bei jedem irgendwie vorhanden ist. Und ich glaube, es ist auch für viele jenseits der großen Meere ist durchaus Italien auch mal ein Ziel, sei es aus, ich sag, im asiatischen Bereich oder auch aus dem amerikanischen Bereich. Und da hat das italienische Tourismusministerium hat sich gedacht, das ist zwar alles schön und gut, zur Sicherheit machen wir aber lieber nochmal eine Werbekampagne, die wir dann auf den verschiedensten Kanälen, also Social Media, digital, natürlich auch Anzeigen etc. schalten. Und da ist so ein bisschen, haben die verschiedene Dinge so zusammengesetzt, also haben auch da eine computergenerierte Influencer-Venus quasi so an den Koma See gesetzt. Ich zeige jetzt mal hier so ein Bild rum. Wir werden es dann auch in den entsprechenden. Pizza hat eine Limone, Zitrone und ein Apfel. Genau, also sind so ein paar repräsentativ. Es ist offensichtlich ein künstlich erstelltes Bild, das ist so gedacht. Aber es werden so ein paar, Stereotype des italienischen Lebens da vermischt, sage ich jetzt mal. Und das. Man wollte damit natürlich auch Italien nochmal wieder mehr ins Gespräch bringen. Es ist allerdings ein bisschen in die Hose gegangen, weil die betreuende Agentur wohl auch auf Stockmaterial zurückgegriffen hat, also auf Bildmaterial, was schon vorhanden war. Und da auch hauptsächlich auch Bilder aus Slowenien verwendet hat, um Italien dafür zu verwenden. Das kann man zum Beispiel erkennen, wenn auch dann im Hintergrund slowenischer Wein auf dem Tisch steht solche Dinge. Das heißt, es ist tatsächlich in die Hose gegangen. Also hier ist die Venus nochmal unterwegs. Die ist dann auch hier auf dem Markusplatz. Auf dem Markusplatz in Venedig und macht dann Selfie quasi und so weiter und so fort. Und wie gesagt, also das ist tatsächlich in verschiedenen Richtungen schiefgegangen. Also einerseits falsches Bildmaterial, andererseits wurden wohl auch die Texte, auch um es international zu halten, dann auch automatisch übersetzt. Und dabei sind zum Beispiel auch Städtenamen übersetzt worden. Also zum Beispiel ist aus der Stadt Brindisi in Apulien ist dann Toast geworden. Und Prato in der Toskana wurde so zum sehenswerten Rasen. Und die Kleinstadt Camerino in den Marken zur Garderobe. Und das ist doof. Also es ist wirklich witzig, als hätte ich es geahnt, weil mir wurde auch ein Tondokument zugespielt, wo auch die italienische Hauptstadt angeteasert wurde. Rom ist euer Bruder! Ja, also damals hat man es noch mit Humor genommen. Ja, das ist wohl wahr. Also das ist tatsächlich, also ich finde das schon wirklich irre, dass da so eine, das ist ja auch, wie gesagt, nicht jetzt irgendwie so eine kleine Gurkenkampagne, sondern da ist richtig viel Geld auch rein investiert worden vom Ministerium etc. Und das ist dann wirklich bitter. Ich fand das ganz erstaunlich. Jetzt ist, wie gesagt, also es ist jetzt in aller Munde, aber halt leider
eher in falsche Richtung. Ich weiß nicht, habt ihr sowas auch schon mal mitbekommen, dass das so richtig schief gegangen ist, irgendeine Werbekampagne oder irgendwie solche Werbung für so ein Land, wo das dann völlig spontan in den kommt mir was in den Sinn, wo ihr mir sicher helfen könnt, weil ich die Story nicht mehr ganz auf die Reihe kriege, aber gab es nicht mal auch irgendeine, ich weiß nicht, die AfD oder irgendeine rechtspopulistische Partei, die irgendwie mit einer Blondine für sich werben wollte und dann war das aber irgendwie gar keine gute Deutsche, sondern auch irgendwie mit einer anderen Herkunft als Deutsch. Also sowas ist, glaube ich, mal passiert, ne? Dass man sich da bedient. Es gab diesen Flyer-Skandal, wo die dann irgend so im Nepp aufgesessen sind. Aber ich weiß nicht mehr, ob das das war. Ja, die hat doch mal ganz viel Geld für irgendwelche Flyer ausgegeben, die sie dann aber bei irgendwelchen Gefakten, die sie dann verarscht haben, Aktivisten bestellt hatten. Ja, wie gesagt, das geht ja nochmal in eine andere Richtung. Also hier ist auch größer, auch nochmal ein Beispiel. Also die ganze Kampagne läuft also unter dem Titel Open du Meraviglia. Und also offen sein für Wunder quasi. Und dann ist zum Beispiel, witzigerweise, ist vergessen worden, die Domain opentomeraviglia.it zu kaufen. Das heißt, auch die ist dann nicht von der Kampagne belegt gewesen. Die haben schlicht und ergreifend vergessen zu kaufen, diese Domain, um dann auch über die Homepage das auszuspielen oder da einen entsprechenden Link auch zu ver-. Es ist desaströs. Nichtsdestotrotz, also wir planen trotzdem nach Italien zu fahren. Oder deswegen, ja, wie es bei euch ist. Ja, ja, genau. Also wobei Slowenien auch schön ist. Ja. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt im Anschluss noch fragen wollen. War schon mal jemand in Slowenien? Ja. Nein. Und du warst schon, also auf der Durchreise mal durchgefahren. Aber, ja. Aber da haben die auch so diese Seen gibt es da halt auch. Und Wein habe ich ehrlich gesagt nicht getrunken. Ja, auch ein bisschen Küste, ne? Ist ja auch. Ja. Und also ist eigentlich, warum nicht? Ne? Es ist eigentlich dieselbe Ecke. Warum soll man nicht mal nach Slowenien fahren? Statt, also es ist garantiert günstiger als Italien. Ja. Ja, selbe Ecke. Der neueste Reisehit, ja, wenn man den sozialen Medien glauben darf, soll ja wohl auch Albanien sein. Also ich weiß, ich habe einmal auf so einen Artikel drauf geklickt und jetzt kriege ich ständig Reiseempfehlungen für Albanien, so dass das mit weißen Sandstränden die Malediven Europas, ja, und so. Ja, Split oder Prag, Hauptsache Slowenien. Ja, ist ja alles, ist ja auch Adria, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und ist doch, also für mich ist das dieselbe Ecke. Ob ich jetzt da. Was ist denn da alles an der Ostküste von Italien? Ich bin ja meistens, wenn, dann an der anderen Seite unterwegs. Aber das, also an der Ostküste von Italien ist Italien. Ja, schon. Aber welche Städte sind da? Ach so, Venedig. Venedig. Venedig, ja, genau. Triest, richtig. Ist da auch noch als größere Stadt. Ist ja nicht Rimini auch? Ja, Rimini ist dann quasi noch weiter hoch. Ja. Also ich weiß nicht, wenn man es da schön findet, kann ich mir schon vorstellen, dass Albanien, Slowenien, die ganze Ecke da ebenso schön sein kann. Warum in Rimini nicht? War ich tatsächlich mal mit 18 so einem Jugendaustausch, oder nicht Austausch, so eine Jugendgruppenfahrt. Das war wild. Wirklich witzig. Ja, jetzt, aber damit wir die Challenge einhalten. Tendenziell austauschbar, damit, oder? Damit wir die Challenge retten, erzählst du jetzt nicht weiter und die Details. Nein, mache ich auch nicht. Aber so, da gibt es auch gar nicht. In der Richtung waren eher Drogenexzesse. Ja, okay. Und eine große Liebe, die dabei rauskam. Aber das ich habe es gewusst. Ja, aber ganz zärtlich, möchte ich fast sagen. Das kommt dann in der nächsten Sendung. Ja, das kommt in meinem Liebespodcast. Demnächst. Ja, voll in die Hose. Voll ins Herz, Mann. Ach so. Ich werde jetzt etwas, was dann da auch hinpassen würde in diese Folge. Etwas sehr, sehr herzerwärmendes werde ich dann jetzt hier euch auch mal gerade erzählen. Nämlich Orang-Utans leben ja auch in Zoos, da kann man ja, haben wir mit Beef auch schon mal, weiß ich, kontrovers darüber diskutiert, wie gut oder schlecht das ist, Tiere in Zoos zu halten. Das ist heute nicht das Thema. Aber in einem US-Zoo lebt die Orang-Utan-Dame Zoe. Und Zoe ist irgendwie ohne Mutter aufgewachsen. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich bei der Geburt gestorben oder war weg oder weiß das ich was. Jedenfalls ist sie selbst auch dann
von Menschen aufgezogen worden. Und jetzt war sie irgendwann mal selber schwanger. Und weil sie aber nie gelernt hat, Mutter zu sein, also das erfolgt ja dann durch Vorbild der eigenen Mutter, ja, und durch Zuschauen, weil sie das nie gelernt hat, musste das Kind mit der Flasche aufgezogen werden. Und das wollten sie dann jetzt bei der zweiten Schwangerschaft verhindern. Und habt ihr vielleicht eine Idee, wie man das hinkriegen könnte? Ist mal so ganz kreativ. Was für ein Tier war das? Ein Orang-Utan. Orang-Utan. Und ist wieder schwanger, die Zoe. Und sie wollen das Kind. Sie wollen sozusagen den Mutterinstinkt in ihr triggern. Genau, sie wollen nicht schon wieder das Kind mit der Flasche aufziehen, sondern sie wollen das natürlich aufgezogen. Musste einer ins Orang-Utan-Kostüm und musste die Mutter spielen? Ja, das mit dem Kostüm oder das mit dem Spielen ist nicht so schlecht, aber das mit dem Kostüm ist eher nicht so gut. Haben Sie vielleicht irgendwie ihr einfach, also der Mutter, der Werdenden gezeigt, wie Menschen sozusagen ein Baby an die Brust anlegen und das säugen? Ja, ausgezeichnet, Ben. Sie haben sind erst hingegangen, haben, als sie noch schwanger war, dem Kind eine Zoo-Mitarbeiterin reingeschickt, die das so dem Kind, der Zoe immer gezeigt hat, wie man so ein Kind trägt. Und das haben sie aber erstmal mit einem Stofftier gemacht, haben sie immer gezeigt. Und dann haben sie aber auch zum Telefon gegriffen und haben eine Zoo-Mitarbeiterin angerufen, von der sie wussten, dass die gerade ein Kind bekommen hatte. Und die ist dann bei Zoe quasi ins Gehege eingestiegen und hat ihr gezeigt, wie sie ihr Kind, ich glaube Caleb heißt es, ihren Sohn, wie sie den anlegt, und hat es ihr einfach so wirklich ganz genau gezeigt. Die Zoe hat auch immer sehr genau zugeguckt. Sie hatte ja schon das Training quasi mit diesem Stofftier, also sie war schon irgendwie insgesamt schon so auch ein bisschen trainiert sozusagen. Aber der Bringer war wohl tatsächlich dann, als das Kind da war, dieses Training oder dieser Anschauungsunterricht der Zoo-Mitarbeiterin mit ihrem Sohn. Denn wohl irgendwie, sie sagen hier am nächsten Tag, also 24 Stunden später, hat sie tatsächlich dann das erste Mal ihren Nachwuchs selber angelegt. Ah, der war schon da. Der war dann. Also das Training begann, bevor der da war. Und als er dann da war, ist sie mit ihrem Sohn rein ins Gehege und hat der Mutter, der Zoe, gezeigt, wie es funktioniert. Und sie hat es nachgemacht. Und sie hat es relativ schnell nachgemacht und so sozusagen für dieses herzerwärmende Happy End gesorgt. Ja, kleiner Geburtsvorbereitungskurs. Genau, Geburtsvorbereitung war ein bisschen anders. Der Ben hat sich ja irgendwann mal geoutet als großer Elefantenfan. Also meine Lieblingstiere sind ja Orang-Utans. Könnte an der Haarfarbe liegen. Der war jetzt ziemlich flach. Aber überhalb der Gürtellinie. Ja, ja, stimmt. Lass ich gelten. Ja, also ich finde die Tiere einfach großartig. Und überhaupt gibt es ja so den einen oder anderen Affen, der uns tatsächlich doch verdammt ähnlich ist. Ja, Affen sind vielleicht auch die besseren Menschen, wer weiß. Wer weiß. Jetzt sind wir schon wieder philosophisch. Ja, erschüttert. Philosophie-Schwerpunkt heute. Ja. Diese Folge Nummer 78 wird in 10 Jahren, das will ich auch mal philosophisch, zum Grundstock des Philosophie-LK gehören. Ja, wieder dieser ungläubige Blick. Was ist denn hier los? Immer ein bisschen Vertrauen in mich und unsere Sendung hier. Da musst du dann aber jetzt noch irgendwie mit Kant und Hegel um die Ecke kommen und nicht nur mit deinem, wie hieß der Typ ist? Arno Dübel. Allein der Name ist doch schon. Das ist geil, dieser Dübel eines, heißt. Genau, eines. Er hat sich auch mal einen reingedübelt und dann. Ja. No Dübel, no Cry. Ja. Wie heißt nochmal der Vogel, der geht mir immer im Moment eher immer auf den Sack, der mit dem Lanz immer unterwegs ist. Mit P.
Precht. Precht, ja, also das ist ja irgendwie nicht mein Favorit. Ja, wobei, ich war eigentlich, der, ich war ist ein sehr großer Fan von dem. Richard David Precht, der hat auch dieses sehr bekannte Buch, Wer bin ich und wenn ja, wie viele und solche Sachen, also philosophische Literatur. Er hat zumindest ein Händchen für Titel, sagen wir es mal so. Das auch, ja, und auch ein Händchen, er kann ja auch sehr, sehr gut reden, also wenn man ihn so reden hört, er kann wirklich sehr gut reden, aber ich muss auch gestehen, ich gucke die Sendung gar nicht, ich verfolge das nur sozusagen in der Sekundärliteratur und da geht es mir schon auf den Keks, irgendwie diese ständige Präsenz, könnte aber auch an meiner Google-Bubble liegen, aber ich fand den eigentlich immer sehr, sehr cool, muss ich sagen. Als Autor und auch wenn er mal in der Talkshow war, fand ich immer, hat er sehr differenziert auf die Dinge geschaut. Aber wenn er natürlich, wir kennen das ja, jede Woche so einen Podcaster macht, dann irgendwann bist du natürlich mit deinem Latein auch am Ende vielleicht. Ja, ich bin auch immer ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, wenn so Leute meinen, sie sind berufen, der Menschheit die Welt zu erklären. Also das ist, also ich weiß nicht, ich bin nicht so sein Fan. Ich bin ja ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob die Philosophie den Menschen irgendwas erklären will oder ob sie zumindest nur die richtigen Fragen stellt. Das ist ja der spannende Teil quasi, ne? Also dass man selber was draus macht. Aber schon vernünftigere Fragen als so Lanz-Fragen, so, ne? Was macht das? Ja gut, Lanz ist jetzt aber auch ganz ehrlich, also das ist der Dübel der Philosophie. Der ist zwar nicht in einem Bums-Sender, muss ich gestehen, aber oh, ist jetzt der ist raus. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Ist es denn so fast? Ja, aber er ist halt, also ich finde seine, die Art der Fragestellung tatsächlich, es geht immer nur um Schwarz und Weiß. Und er will immer die Leute in irgendeine besondere Ecke treiben, auch wenn die versuchen, es differenziert darzustellen. Das ist sehr ermüdend. Und es wird den allermeisten Themen sowas von nicht gerecht. Und das finde ich also einfach nur anstrengend. Bei dem Lanz geht mir ich halte den durchaus für einen guten Journalisten an und für sich, aber diese Betroffenheitsmasche, diese Art, wie der die Dinge irgendwie, ich weiß nicht, gibt es irgendeine innere Abwehrhaltung in mir, wenn ich den sehe. Ja, die innere Abwehrhaltung kann ich gut nachvollziehen. Was mich stört, und ich gucke ihn deswegen schon seit wirklich längerem nicht mehr, ist, dass er eigentlich sich selber immer in den Mittelpunkt der Sendung stellt. Ne? Also er hat da Gäste, die aus irgendeinem Grund da sind und irgendwie vielleicht irgendwas darstellen oder Inhalte mitbringen sollten. Aber er versucht eigentlich immer im Mittelpunkt zu stehen, indem er immer besonders irgendwie aggressiv oder besonders irgendwie mit schrägen, aggressiven Fragen da auftritt. Irgendwie der Gast ist eigentlich nur so schmückendes Beiwerk, um ihm irgendwie eine Bühne zu geben. So nehme ich das wahr. Also ich kann den Typen absolut nicht mehr ab. Und was du da gesagt hast, eben mit dem Pathos, das habe ich jetzt auch gerade im Zusammenhang mit irgendeiner neueren Geschichte, wo er irgend so eine Doku, ich weiß nicht, war das irgendwo in Osteuropa, hat er jetzt irgendwas gemacht, wo auch die ganze Zeit nur völlig inhaltsleere Statements von ihm kommen. Also ich bin kein Fan von ihm. Kannst du ja nochmal recherchieren für die nächste Sendung. Ja, genau. Das ein loses Ende. Recht Biografie zusammenstellen. Ja. Aber nicht abschreiben. Ne? Vielleicht habe ich zwar eben den Einsatz verpasst, kann ich das Urlaubsthema vom Beef nochmal aufgreifen, um nach Italien zu fahren, musst du ja auch Autobahn fahren. Und vielleicht solltest du einfach wissen, welche Routen du nimmst und welche du besser umgehst, weil es gibt gesündere und weniger gesündere Autobahnen, zumindest wenn man einer Studie glauben darf, die im Auftrag eines, wie soll ich sagen, eines Koch-Zubehör-Versenders erstellt wurde, also einem Online-Startup, das gibt schon einige Jahre, bei dem du eben Essenszubehör bestellen kannst und Rezepte gleich dazu. Ein gesundes Essen natürlich. Und die sind jetzt in der Bild-Zeitung aufgeschlagen mit ihrer, wie ich finde, ganz süßen Studie, was einfach die Autobahnen anbelangt. Und was glaubt ihr, was ich damit meine, mit ungesunde Autobahnen? Man darf es natürlich nicht ablecken, das Ding ist eh alles ungesund, aber. Vielleicht sowas, so das Aggressionsniveau der
Verkehrsteilnehmenden anbelangt. Ich finde zum Beispiel die A3 denkbar schlimm. Ja, die A3 ist hier ehrlich gesagt, doch, die ist hier vertreten auf dem dritten Platz. Aber es ist ein anderer Grund. Um die, aber es um ist die Fastfood-Ketten und sonstige, in Anführungsstrichen, kulinarische Angebote, die es links und rechts gibt. Also da gibt es ja auch Unterschiede von relativ viel Meckes und Co. bis zu irgendwelchen Coffee und sonstigen Schlemmerroute Autobahn. Schlemmerroute, der Rotweinwanderweg der Schnellstraße. Wenn du einen Fernfahrerteller irgendwo kriegst oder eben nur bei Meckes essen kannst. Ne? Das Geile ist immer, dass die übelsten Fettbuden heißen ja oft Schlemmereck oder sowas. Und die Schlemmerpfanne ist im Prinzip einfach nur was, wo sich der Hersteller von Cholesterintabletten freut, aber ansonsten keiner. Ja, okay, also der Beef hat wie immer, Nomen ist Omen vielleicht, ist ja unser kulinarischer Experte hier. In der Autobahn hat er den Nagel auf den Kopf getroffen. Die Bild-Zeitung berichtet, alle 15 Kilometer ein Fastfood-Restaurant. Das ist Deutschlands ungesündeste Autobahn und um es gleich aufzulösen, es ist die A9. Mhm. Also was haben die gemacht? Die sind hingegangen und haben die Autobahnkilometer, immerhin in Deutschland gibt es 13.000 Autobahnkilometer, von denen sich 5.500 auf diese einstelligen A, also die großen Straßen verteilt. Ich glaube, nur die haben sie untersucht, 1 bis 9. Und haben dann bei diesen geguckt, prozentual, also anteilig Fast Food entlang der Strecke geteilt durch Autobahnkilometer. Was ist da der höchste Koeffizient? Und die A9 hat, leider stehen hier die Kilometer nicht, aber hat alle 15,2 Kilometer ein, Mathematiker können sich's ausrechnen, 35 Fast Food Restaurants entlang der Strecke. Die A8 kommt immerhin auf 40, aber nur auf 16,8, weil sie insgesamt länger ist. Und so das geht heißt, das alles, was jetzt nicht Fastfood war, wurde weggelassen. Ja, also lieber nichts essen. Ja, an der Autobahn kann es ja nur Fastfood geben. Ne? Ja, also inzwischen ist, glaube ich, jede Raststätte mit mindestens einem Fastfood-Ding ausgestattet. Also da gibt es noch meistens so ein, oder bei den größeren gibt es so ein normales Restaurant, was wahrscheinlich auch nicht viel besser ist und noch eine legitime Kette. So eine Franchise-Bude. Franchise-Bude, genau. Also die A7 ist zum Beispiel fast 1000 Kilometer lang und landet damit auch mit 20,9 Kilometer musst du da schon fahren bis zur nächsten Bude. Aber, auf dem vorletzten Platz, einfach weil sie so lang ist, aber da gibt es immerhin 46 Fastfood. Aber ich meine, ich will das Intelligenzniveau der Bild-Zeitung in keinster Weise angreifen oder in Frage stellen. Aber die haben jetzt tatsächlich das einfach nur ins Verhältnis gesetzt zu den Kilometern. Nicht zu, wie soll ich sagen, die Autobahn an sich ist ja selten bei einem Fastfood-Restaurant oder sonst irgendwas, sondern da kehren ja nur Menschen ein, die auf dieser Autobahn fahren. Und das heißt, die haben das nicht ins Verhältnis gesetzt zu der täglichen Menge an Menschen bzw. Fahrzeugen, die da mit einer angenommenen Durchschnittsbesetzung da langfahren. Das haben sie nicht gemacht. Das ist einfach die Strecke, die du zurücklegen musst, durchschnittlich, um von einem Fastfood-Restaurant zum nächsten zu kommen. Als Fastfood wurde hier qualifiziert Burger King, McDonald's, Subway, Kentucky Fried Chicken, Nordsee und ein Pizza-Restaurant. Ich weiß nicht, warum sie Pizza Hut nicht nennen wollten. Aber Bild-Zeitung ist ja völlig der Neutralität verpflichtet. Sonst wäre es auch, glaube ich, ein bisschen kompliziert gewesen. Aber ich hätte ja auch überlegt, ungesund könnte auch so das Verkehrsaufkommen sein, von wegen Stau, Feinstaub und Hupen. Darf man eigentlich Hupen sagen im Zusammenhang mit Autos? Mit Autos schon, ja. Verkehr selbstverständlich. Sonst habe ich ja Glück gehabt. Ist ja auch kein öffentlicher Verkehr auf der Autobahn. Den Koeffizienten behandelt man dann bei der nächsten Sendung, wenn wir wieder offen reden können. Nee, aber ich finde das schon irgendwie bizarr. Also jetzt einfach nur das ins Verhältnis zu Kilometer setzen, zeigt wieder mal, also liebe Hörerinnen und Hörer, sollten Sie ein Abonnement oder einen sonstigen dauerhaften Bezug der Bild-Zeitung haben, denken Sie nochmal ernsthaft drüber nach. Ja. Dass gut angelegtes Geld ist. Ja, also vielleicht nur noch mal ganz kurz zu den Rahmenbedingungen. Es wurden halt die Autoraststätten und die Autohöfe, die ja auch ausgewiesen sind auf der Autobahn, gezählt. Und was hat jetzt diese Gemüseklitsche damit zu tun? Gemüseklitsche? Du hast doch gesagt, das wurde doch die haben das in Auftrag gegeben, warum auch immer. Das hat der Praktikant dann gemacht, oder was?
Nein, das haben die sich überlegt, wahrscheinlich, um zu sagen, nächstes Mal, bevor ihr losfahrt, bestellt ihr bei uns eine schöne Schlemmerkiste ja. Nee, und kocht euch das selber. Die wollen in die Bildseite kommen, die wollten Aufmerksamkeit so. Ziehen. Ich glaube, das ist der Punkt. Das ist wirklich, also der Name fällt hier auch erstaunlich häufig, deswegen sage ich ihn jetzt mal absichtlich nicht. Eine Sache haben sie noch gemacht, das fand ich ganz so als Kontrapunkt, welche Autobahn die meisten Tankstellen und Raststätten hat und auch Autohöfe. Und das ist die A5. Da gibt es im Durchschnitt alle 6,2 Kilometer eine Raststätte oder einen Autohof. Aber die haben jetzt zum Beispiel diese Tank- und Rastgaststätten, die ja die Schnitzel oder die Spaghetti Bolognese ja auch nur in die Fritteuse hauen. Das heißt, die Spaghetti Bolognese wird dann einfach, ich sag mal, über den Tag warm gehalten. Das ist ja auch jetzt in dem Sinne nicht wirklich klassisch gesundes Essen. Ja, aber Marvels Imbiss kann es halt nicht markenwirksam nennen. Und ja, ich glaube, vielleicht das verkaufen Geld, die das auch nicht unter dem Label Fast Food, weil es ja den ganzen Tag langsam vor sich hin schlurft. Ja, aber dann jetzt noch mal. Darf die FDP nicht hören, wenn es kein Fast Food ist auf der Autobahn, wäre ja schlimm. Mach du zuerst, danach muss ich mich mal outen, was Pizza hat. Ja, ja, mal Hand aufs Herz. Ich würde mal gern von euch wissen, wer ist denn dann jetzt auch so konsequent oder schlau oder beides, dass er sich auf eine längere Autobahn so vorbereitet, dass er wenigstens sich eine Flasche Wasser von zu Hause, Kraneberger oder so, mitnimmt, anstatt für 5 Euro für einen halben Liter in der Tanke das Geld auszugeben. Oder wer hat vielleicht sogar darüber hinaus noch irgendein Sandwich mit oder irgendwas Leckeres? Ich definitiv. Der Benanza-Bus, wenn der auf Reisen geht, der ist sowieso, ich fahre immer geladen mit Wasser rum. Das ist das eine. Und Bier in manchen Tagen. Aber vor allem Wasser. Und wir hatten doch letztes Mal, habe ich doch diese Studie mit den quengelnden Kindern. Also wenn ich mit einem leeren Lunchpaket oder einer leeren Provianttasche losfahre, da bin ich ja wahnsinnig. Dann überlebe ich ja nicht. Da komme ich gar nicht bis zum nächsten Auto hoch. Ich stelle mir das gerade vor, der Ben auf so einem Parkplatz, dann fährt wahrscheinlich an der Seite so eine Markise raus, so ein paar Ständer und dann verkauft er noch die übrig gebliebenen Lunchpakete. Was ist mit euch, Beef, Brollo? Ich auch. Ich habe immer, also Wasser und sowas habe ich immer dabei, auch wenn ich jetzt nur 1,5 Stunden fahre oder sowas, da muss ich noch nicht mal gen Italien fahren. Und auch sonst, also ich meine, das ist nichts einfacher als das, sich zumindest eine Banane oder irgendwas mitzunehmen oder irgendein Obst. Da Wurstblinker. Bitte was? Wurstblinker. Ja, genau. Nee, ganz im Ernst. Also das hat bei mir, also ich finde das ja zweierlei. Also du hast es ja eben auch schon gesagt, also wenn du halt an so einer Autobahnraststätte dir eine doofe Flasche Wasser kaufst, die kostet halt eben 5 Euro. Das ist, also das ärgert mich so dermaßen, da kann ich das Geld einfach nehmen, kann sie dann reinschmeißen. Das ist genauso sinnlos. Und also das finde ich irgendwie, das ärgert mich dann auch noch, jetzt mal unabhängig von der ganzen anderen. Du kannst aber das, wenn du eine Wasserflasche mitbringst, kannst du auch für einen günstigen Euro ins Sanifair gehen und das Wasser im Waschbecken nachfüllen. Das geht natürlich sind auch. Sind wir mittlerweile bei 1 Euro? Ich dachte, es wären 70 Cent. Nein, 70 sind es nicht mehr. Ich glaube, es sind 1 Euro. Ja. 1 Euro. Davon kannst du aber 50 Cent dann wieder anrechnen lassen in dem Shop, wo aber alles mindestens mal mehr als 50 Cent so viel teurer ist. Das heißt, du machst zweimal ein schlechtes Geschäft. Also hast aber ein Gefühl, du machst ein gutes Geschäft. Das ist ein sensationelles Geschäft. Also konsequenterweise ist dann demnächst auch noch die Urinflasche mit an Bord. Ja, oder du nimmst dir eine Hecke mit. Ja. Ich habe zum Beispiel immer einen Busch. Wie geil ist das denn? Du nimmst dir deinen eigenen Busch oder deine eigene Hecke mit. Andere kaufen so einen künstlichen Weihnachtsbaum und du so eine künstliche Hecke. Da kommt der. Wir müssen jetzt schwer aufpassen, dass wir das Airhorn hier nicht wieder. Aber es ist ein sehr geiler Gedanke. Ja, sehr, sehr geiler Gedanke. Hat so eine Hainbuchenhecke, so 1,50 mal 3 Meter hoch. Und dann stellt er das hin und verschwindet dahinter und setzt sich bei Ferraris im Familienvan läuft er die ganze Zeit ab durch die Hecke, so der schöne Animationsfilm. Und musst du die dann auch einmal im Jahr beischneiden dann? Oder? Ja. Ja, was geht mit einem Sandstrahler da durch? Wenn die das ganze Jahr über funktionieren, sondern aber doch keine Hainbuche, die ist nicht immer grün. Okay, ja. So, könnte ich nach diesen ganzen Gesundheitsthemen vielleicht noch ein Gesundheitsbier probieren? Ach so, ja. Aus seinem, da sind ja noch einige, also wir hätten hier noch nicht das Gesundheitsbier, sondern den grüner Shop ist Bär. Das ist auch ein Pale Ale und kommt auch aus Berlin. Also heute haben wir irgendwie hier. Ich freue mich. Schön. Berlin. Darf ich, während du das hier einschüttest, mal eine Frage stellen? Ich muss mich mal outen. Ich dachte, ich glaube fast, nicht zur Hälfte meines Lebens, aber so das erste Drittel war ich davon ausgegangen und ich glaube auch alle in meinem Umfeld, dass der Pizzahut heißt.
Und der hat ja auch. So geht der jetzt hier aufs Klo. Die Hecke. Oh, die Hecke. Die Hecke wuchert. Und da wollte ich gerne mal eine Umfrage starten, wie das euch so geht. Was Pizza Hut? Bei von Pizza Hut die Hütte, die rote Hütte auf dem Logo sieht eigentlich halt dummerweise so aus wie so ein. Deswegen Hut. Denken alle Deutschen, das heißt Pizza Hut. Ja, und ich wollte, wann hattet ihr so euer Awakening? Bei mir war es, als ich mit 16 halt nach Amerika gegangen bin und da im Ort, glaube ich, das Einzige, was wir hatten, war ein Pizza Hut. Siehst du. Also ich komme vom Land, da gab es das gar nicht. Ich kam nie in die Verlegenheit. Ich glaube, ich war überhaupt nur einmal in meinem Leben da drin. Also ich. Ach, dann fühle ich mich gleich besser. Ich bei uns gab es früher nur, also wenn das jetzt ein bisschen Französisch ausspricht, gab es früher bei uns ein Plü. Ein Plus, oder was? Genau. Ein Plü. Also, ja, ein bisschen international. Wie geil ist das denn? Ein Plü. Wahrscheinlich ist es Sala, die ist das Plü. Aber wo wir gerade dabei sind, ich habe früher immer gedacht, Lidl kommt aus Österreich, weil das so geschrieben ist. So Lidl. Ja. Das ist ein österreichischer Supermarkt, der sich bei uns bereit macht. Ich kaufe ein E. Ja. Ja. Naja. Lidl. Ach ja. Also ich halte mal fest, wir haben fast die erste Stunde voll. Wir wollten ja heute 3 Stunden durchsenden. Aber die erste Stunde haben wir gleich geschafft. Und Beef Rogers ist als einziger schon raus aus der Challenge. Ich darf trotzdem auch noch weiterreden, weil ich hätte noch was so ein bisschen Du darfst. Ja, deine, ab jetzt auch völlig ungeniert. An deine gesunde Autobahnkost anschließt. Also in dem Fall allerdings, ist tatsächlich, also hier wird ja immer mal über einen Bär diskutiert, der irgendwie über die Grenze von Österreich oder Deutschland erschlappt und dann hin und wieder mal große Aufregung, wie soll ich sagen, auf beiden Seiten erzeugt, obwohl er nie gesehen wird, sondern nur vermutet wird. In den USA, und zwar konkret in Connecticut, hat sich jetzt ein Bär auch nicht mit Honig zufrieden gegeben, sondern er ist in die, wie hier geschrieben wird, er schlenderte in die Garage einer Konditorei, erschreckte erstmal die Belegschaft und hat sich dann in aller Ruhe Milch geholt, oder? Nein. Land of Milk and Honey, oder? Fast, ja, nein. Land of the Free, ne? Also er konnte sich einfach nehmen, was er wollte. Irgendwelche also, süßen Sachen hat er. Er hat 60 Muffins. Und hat er sich reingepfiffen und hat die letzte Kiste auch noch mitgenommen. Also er hat dann auch noch ein paar. Die Kiste to go. Wie nimmt denn so ein Bär eine Kiste mit? In den Rucksack auf zwei Beinen. Ich fand das sehr geil. Also er ist da irgendwie, die haben da wohl gerade Kisten mit Cupcakes auch in den Lieferwagen geladen. Das heißt, er hat es dann relativ leicht. Und der ist dann in diese Garage rein, der Schwarzbär. Hat dann auch, wie gesagt, die Dame da, die dann gerade verladen hat, ein bisschen erschreckt. Und hat dann wie gesagt, hat 60 Muffins und auch einen Haufen Kokosnusskuchen zerstört bzw. gegessen und hat dann, wie gesagt, sich noch einen Behälter mit Muffins, das ist auch in einem Überwachungsvideo zu sehen, also wie der Bär einen Behälter mit Muffins aus der Garage auf den Parkplatz schleppt und die ihn dann auch weiterhin versuchen zu vertreiben. Aber ist er denn dann auch noch in sein Pickup eingestiegen und weggefahren? Oder? Der hat erstmal an den Busch hinten im Pickup gepinkelt. Genau. Aber ja, wie gesagt, und auch so im Verhältnis, also die sagen, nach Angaben der staatlichen Umweltbehörde leben nur in dem US-Bundesstaat zwischen 1000 und 1200 Schwarzbären, die auch immer wieder mal in Ortschaften gesichtet werden. Und wie gesagt, die sind auch teilweise wohl schon in Häuser eingedrungen, aber es ist immer auch eher glimpflich abgegangen. Also jetzt hier mit Schreien und halt war nur blöd für die Muffins halt. Die waren es, also die Besitzerin dann auch auf einem Instagram-Statement dann noch geschrieben hat, uns geht's gut, den Cupcakes nicht. Ja. Muss ja auch nicht immer so glimpflich ausgehen, habe ich jetzt gerade gehört auf WDR2. Ich habe schon mal von ihm erzählt, von dem Tierfilmer Keeling. Der ist, ich glaube, es war auch ein Schwarzbär. Schwarz oder Braunbär, ich weiß es nicht genau. Beim Film, der hat was ganz anderes gefilmt, ist plötzlich irgendwie aus dem Gebüsch so ein Bär auf ihn los und er hat irgendwie wohl noch ihm so sein Stativ irgendwie ins Maul gerammt, aber hat ihm nicht viel gebracht. Der Bär hat ihm irgendwie so in den Arm gewissen, dass er Arm gebrochen ist und hat ihn irgendwie skalpiert. Der hat ihn mit der Tatze so über die Stirn, dass er irgendwie die ganze Oberhaut irgendwie weg ist. Also er ist lebend davon gekommen und sagt, der Bär kann nichts dafür. Der ist natürlich sehr tierverständlich, oder sieht die Situation aus der Perspektive des Bären und sagte, das fand ich noch ganz cool, sagte, wäre wahrscheinlich so, wenn
er dem Bären jetzt nochmal begegnen würde, würde der Bär wahrscheinlich überhaupt nichts machen, weil er sagen würde, den hatte ich schon mal, ich bin stärker als der ist keine Gefahr für mich und würde den wahrscheinlich in Ruhe lassen. Naja, es ist halt, man kann es ja auch von der anderen Seite sehen, also der Killing hat ja wahrscheinlich auch nicht auf seinem Balkon in der Großstadt gefilmt, sondern ja quasi in das Revier oder in den Lebensraum des Bären eingedrungen. Sagt er selber auch, genau. Das ist ja eigentlich so ein bisschen die Diskussion, die ich hier auch so ein bisschen anstoßen wollte, so indirekt. Und die ich, deswegen habe ich auch das mit diesem Grenzgängerbär da quasi zwischen Österreich und Deutschland. Ich weiß halt immer nicht, oder andersrum formuliert, also wenn man überall, der Mensch im weitesten Sinne dringt ja überall hinein und dringt drin vor in alle Bereiche. Und da ist halt so ein bisschen die spannende Frage. Dürfen dann so Tiere sich dann in irgendeiner Form zur Wehr setzen oder aber müssen die alle zurückweichen? Also das ist so ein bisschen auch wieder eine philosophische Frage. Geht man in diese Richtung und denkt, naja, uns gehört alles und wir respektieren eben keinerlei Grenzen als Mensch? Ja, ist ja letztlich. Und überschreiten die dauernd? Genau. Und wenn dann mal, wenn Tausende von Menschen halt überall schon in diese Reviere eindringen, sei es als Touristen oder sei es als sonst irgendwas, und dann mal ein Bär zurückkommt und gar nichts macht, also der hat ja noch keinen angegriffen in dem Sinne, ist dann das ganze Geschrei wert. Jetzt mal, ich will jetzt gerade auf irgendeinen so Markus Söder oder so, der das ja dann auch in seinen Wahlkampfzwecken, der würde, Söder würde alles verwenden in seinem Wahlkampf, wenn es ihm hilft. Aber das ist halt ein bisschen so die Frage, um die sich hier so dreht, ne? Also dann, und wenn so ein Keeling, der dann einfach ganz klar sagt, naja, ich bin's selber schuld quasi, ja, genau. Ne? Also das ist halt mein Berufsrisiko. Ich hab das gar nicht mitgekriegt, weil den Problembären gab es doch schon unter Stoiber. Es gibt immer mal wieder einen Problembären, in Anführungsstrichen. Ich finde ja das Wort schon schwierig. Es gibt ja die Diskussion. Also Problembär ist für mich der Stoiber, das war der Problembär. Oder der Söder, das ist der Problembär. Es gibt doch ganz aktuell die Diskussion, weil in Norditalien da ein weiblicher Bär einen Jogger umgebracht hat und jetzt haben sie diese Bären eingefangen. Jetzt die Frage, ob sie getötet werden soll oder nicht. Ne? Mhm. Letztlich, auch wenn die Geschichte nicht ganz vergleichbar ist, mit den Wölfen hast du auch ein ähnliches Thema und so weiter und so fort. Also in der Tat, ne, wir nehmen uns überall unseren Lebensraum, so wie wir ihn brauchen und wundern uns dann, dass es da irgendwie Konflikte gibt. Und dann ist natürlich echt tatsächlich die Frage, ja, dürfen wir das dann immer, unser Recht, das, was wir wollen, durchsetzen? Ich bin da auch eher der Meinung, dass wir mal zurückweichen sollten, dass es Zeit dafür ist, aber das ist, glaube ich, nicht besonders populär. Joggen ist auch überbewertet, da kann man auch ruhig mal das Auto nehmen in der heutigen Zeit. Ja, definitiv. Ja. Ist auch besser fürs Klima. Ja. Ich wollte euch noch eine Geschichte erzählen, die auf dem Cooper's Hill in Brockworth, England passiert ist. Und damit würde ich meine Käserolle auflösen, beziehungsweise eine Käserollengeschichte. Und die Sache hat zu tun mit einem 3 Kilo Käserad, einem Hügel und einer Kanadierin, die Delaney Irving heißt. Erstmal stellt sich die Frage, was war denn mit dem Käse? Also ich habe jetzt so Bilder vor Augen. Irgendwo gibt es so einen Wettbewerb, wo die Käse einen Berg runterrollen lassen. Ja, genau, der Wettbewerb. Die gute Frau, die ich gerade nannte, hat ihr Rennen. Also da finden dann wohl mehrere Rennen statt, wo jedes Mal Verrückte den Berg runterstolpern und versuchen als erstes diesem Käserad hinterher zu rennen. Die Gute hat es geschafft, erst bewusstlos zu werden, weil sie irgendwas abgekriegt hat. Und dann trotzdem oder vielleicht gerade deshalb das Rennen zu gewinnen. Und sie hat dann nach dem Aufwachen auch erfahren, dass sie die Siegerin ihres Durchlaufs ist. Es ist so ein ganz steiler Berg und die überschlagen sich ja dann teilweise Ich kann jetzt leider kein Video vorlesen, aber das ist ein Gehumpel und Gestolper, weil das ist halt so ein relativ schroffer Hügel, ne? Zwar mit Gras bewachsen, aber halt steil. Und du musst halt schnell da runter und das sieht entsprechend aus. Ja, aber das ergibt sich ja nicht von selbst. Also Käse und Mensch müssen zusammen darunter oder was? Nee, der Käse, der wird, wenn ich das richtig verstanden habe, wird dann vorgeschickt und die Leute müssen den einfangen, sprich möglichst schnell an diesen Käse gelangen und so ein Käse. Ach, das ist das Ziel, den möglichst schnell einzufangen. Der Käse hat ja, weil er auch rund ist, nicht so das Problem, da runterzukommen. Aber Leute auf zwei Beinen oder im Video dann wirklich mehr oder weniger so
Knäuel aus Armen und Beinen, die müssen dann möglichst schnell diesen Hügel runterstürzen und diesem Käserad hinterherhechten. Also diese Videos, ich habe das wieder vor Jahren mal gesehen, das sieht wirklich halsbrecherisch in wahrsten Worten aus. Die überschlagen sich da teilweise, brechen sich Arme und sonstige Dinge. Ja. Und ein Teilnehmer wurde auch aus Manchester übrigens interviewt und wie er sich da vorbereitet hätte. Und er meinte, ich kann jetzt keinen schönen britischen oder sogar schottischen, nee, wo ist denn Manchester? Manchester in Nordengland. Habe ich doch gesagt. So ist kein erzählen nach Mann. Also I don't think you can train for it, can you? It's just being an idiot. Und das fasst die Sache hervorragend so zusammen. Also ich glaube, das Ziel ist auch da eher Fun. Also das ist tatsächlich, aber es ist schon, es sieht echt schräg aus und es ist, ja, geht auch nicht für alle gut aus, glaube ich. Außer für den Käse. Und das Schöne ist, weil wenn dann, was willst du mit 3 Kilo Käse? Also die wollen ja auch gegessen werden. Sind die irgendwie geschützt, die Leute? Haben die einen Helm an? Nein. Nee, die haben nichts an. Also Kleidung, ist schon, also Kleidung normal haben wir, aber eben. Ja. Ah, gerade dran vorbeigeschafft. Also vor solchen gefährlichen Sportarten müssen wir in unserer jugendfreien Sendung natürlich ausdrücklich warnen. Das geht am besten mit einer Sirene. Also Obacht, Obacht, rennt nicht jedem Käse hinterher, der irgendwo einen Berg runterrollt. Das kann ganz schnell zu Knochenbrüchen führen. Oder zumindest zu lustigen Bildern, die dich ewig im Internet verfolgen. Ewig. Ja. Stell dir mal vor, die vergessen da jemanden, der da einfach liegen geblieben ist und der verrottet dann da. Der verrottet da oder der liegt noch vom vorherigen Rennen und der Käse kommt dann da angeflogen. Der steht gerade wieder auf. Da hat er gewonnen. Genau. Wenn dann, vielleicht wenn, lag die auch schon ein Jahr da. Wenn dann, ja, oder ist vom Rennen vorher liegen geblieben und wenn dann hat ihn einfach gefallen. Die Geier über der Rennstrecke kreisen, dann sollte man sich Gedanken machen. Bei der Gelegenheit, habt ihr schon mal, kennt ihr Bartgeier? Habt ihr von denen schon mal gehört? Bartgeier? Ich kenne Bart Simpson. Bartgeier sind zeitweise fast ausgestorben und sind immer noch sehr selten. Irgendwie in den Alpen versuchen sie die gerade wieder anzusiedeln. Es sind ganz große Vögel mit bis zu zwei Meter Spannweite. Und jetzt haltet euch mal fest, ich habe das schon mal gehört und jetzt habe ich es aber auch in einem Film gesehen. Ich finde es unfassbar. Der Bartgeier ist darauf spezialisiert, dass er nicht nur irgendwie Aas so klassisch irgendwie auseinanderreißt und das Fleisch wegfrisst, sondern ganz im Gegenteil. Der kommt dann, wenn das Fleisch weg ist, der frisst die Knochen. Und das habt ihr noch nicht gesehen. Das kommt, als ich das gesehen habe, das war fast wie das würdest du in einer Satire oder in so einem animierten Tierfilm würdest du das machen. Der nimmt dann mit dem Schnabel so irgendwie so einen 30 Zentimeter langen, was weiß ich, Oberschenkelknochen von was weiß ich was für einem Tier. Der ist putzsauber, dieser Knochen, ein Riesenknochen und schluckt den wie so ein Schwertschlucker, schluckt den runter in einem Stück. Der löst den dann auf, hat er, was weiß ich, was er für Magensäfte hat und kommt da so an das Knochenmark ran und da hat er in der Beziehung auch keinerlei Konkurrenz, das macht außer ihm keiner. Aber ist das nicht krass? Also wirklich so ein komplett riesen Knochen an einem Stück runter, zack. Warum macht er das? Ja, weil er damit eine Nahrungsquelle hat, die konkurrenzlos ist. Das ist halt Evolution. Ja. Also er kommt an das Knochenmark ran, das ist wohl sehr wertvoll, sehr nahrreich. Wenn er Knochen mag, ja. Aber ich finde es krass. Aber es sind schöne Tiere und sie mussten tatsächlich teilweise auf Zoos zurückgreifen, wo die in Artenschutzprogrammen gehalten wurden und da dann eben die Jungen dann wieder in den Alpen und was weiß ich wo. Wenn sie fast ausgestorben sind, lag es vielleicht auch an der Ernährung dann. Aber das war sehr beliebt, die zu jagen. Also wie immer der Mensch. Vielleicht schmecken die gut. Genau. Okay, aber warum heißt er dann Bartgeier und nicht Knochengeier? Der ist total geil, der Vogel. Also wirklich, der hat so ein kleines, das war doch mal in, so ein kleines Spitzbärtchen. Ziegenbärtchen. So ein Ziegenbärtchen, ja. Das ist also ein toller Vogel. Okay. Ja. Und wie lange stand da was drin? Wie lange der an so einem Knochen rumverdaut? Das haben sie nicht gesagt, aber... Oder wirkt der, wenn er das mag... Knochenmark, also wieder raussaugt, also wenn das irgendwie, dass er den Rest wieder rauswirkt, so wie so eine Katze, die Gewöll rauswirkt? Nee, das wird alles wohl verdaut, komplett. Der komplette Knochen. Oh.
Also es ist, ich kann, vielleicht habt ihr ja Bock mal bei YouTube zu gucken, da gibt es bestimmt was. Also es ist nicht so, es ist schon was Einmaliges, ein eher, auch wenn es ein Geier ist, immer noch ein filigraner Vogel, der so einen riesen Knochen runterschluckt, das ist schon irgendwie krass. Ja. Es werden hier am Tisch gerade die Handys gezückt. Ja. Sollte man sehen, alle Bartgeier folgen dem Rat von Herrn Sommer. Der nutze ich vielleicht. Habe ich doch wieder Bart Simpson eingetippt. Nutze ich vielleicht die Zeit ganz kurz, um meinen letzten Teaser, das auch schnell erzählt, aufzulösen. Ich habe schon rübergespinkst zum Beef, der kennt die Geschichte, deswegen kann er sich jetzt mit dem Bartgeier beschäftigen. Ich halte mich raus, genau. Ja, du kannst auch gerne ergänzen, also das ist ja an und für sich eine sehr kurze Geschichte, aber irgendwie krass. Also stellt euch vor, ihr seid an einem riesigen Stausee und macht ein Selfie von euch und dann fällt euch euer Top-Handy, also wirklich Luxus-Handy, 1200 Dollar teure Samsung-Handy ins Wasser. Platsch. Was kann man da machen? Ja, hinterher springen natürlich. Genau, man kann hinterher springen, man kann auch Taucher beauftragen. Zum Beispiel einen Otter? Nee, kein Otter. Ach, kein Otter. Wirklich einen richtigen Taucher. Hat dann dieser junge Mann, 32, beauftragt und dort nach dem Handy suchen lassen, ist nicht aufgetaucht. Was machst du dann? Anrufen? Anrufen, ja. Nee, also es ist ja ein Stausee. Dann wendest du dich an die Bewässerungsbehörde. Leerpumpen. Und lässt den ganzen Stausee leerpumpen. So geschehen in Indien. Und dann haben die einfach mal, ich suche die ganze Zeit, es war eine irrsinnige Zahl, 2 Millionen Hektoliter Wasser abgepumpt, weil der Typ war wohl auch selber Beamter und hat sich dann an die Wasserbehörde sozusagen auf dem kurzen Dienstweg gewendet. Und die haben gesagt, ja, kein Problem, wenn du jetzt so Top-Beamter dein Handy brauchst, dann genau, 2 Millionen Liter Wasser haben den einfach aus dem Stausee rausgepumpt. Kann man mal machen. Er hat seinen Job verloren. Vielleicht das noch ganz kurz zur Auflösung. Am Ende waltete Gerechtigkeit, aber... Aber das Handy hat er gefunden. Das ist dir gar nicht überliefert, also, oder hast du es gelesen? Doch, das habe ich gelesen. Also er hat das Handy wiederbekommen, aber nach 3 Tagen im Wasser hat es nicht mehr funktioniert. Ja, wahrscheinlich schon nach 5 Minuten nicht mehr. Das war das Erste, was ich gedacht habe. Also es war, das schreiben Sie hier auch, ich habe den Artikel auch gelesen. Ich weiß, Spiegel im Übrigen. Ich hatte es auch im Spiegel, ja, genau. Spiegel, ja. Und da steht halt doch, also es war ein relativ aktuelles Samsung S23. Die sind ja bis zu gewissen Grade, haben die ja diese IP67-Zertifizierung, da, dass die eine bestimmte Zeit einen bestimmten Wasserdruck aushalten, aber auch nicht mehrere Tage. Und also die ganze Aufwand war umsonst. Sein Handy war danach im Eimer. Im Stausee. Sein Job war auch im Eimer. Der Job den auch, hat er verloren, zu Recht wahrscheinlich. Das Wasser durfte er wahrscheinlich auch nicht behalten. Ah. Er hat es zumindest nicht mit nach Hause gekriegt. Nee, aber das ist ja wirklich, also das ist auch eine Riesensauerei, weil hier auch dann eben gesagt wurde, dass das sehr sehr viel Wasser ist, was dringend für die Bauern gebraucht worden wäre. Aber genau, er hat noch begründet, warum hat er das geschafft, da durchzusetzen. Er ist halt, wie gesagt, auch Beamter gewesen, hat gesagt, er müsse sein Telefon um jeden Preis wiederbekommen, weil auf ihm angeblich wichtige Kontakte und sensible Regierungsdaten gespeichert waren. Mhm. Also das war dann der Anlass für die Wasserbehörde, da Bewässerungsbehörde, dem nachzukommen. Aber schon krass, also was es nicht alles gibt. Wasser. Haben wir gerade vor der Sendung besprochen, dass das vielleicht mal eine kleine Spezialnummer werden könnte. Mal schauen, ob wir da einen Experten gewinnen können für eine Wassersendung. Darf ich zum Ende noch ergänzen, ein bisschen zum Thema Bartgeier klugscheißen irgendwie? Wir wollen ja die Menschen auch schlauer machen. Ich habe doch mal gerade gelesen, das ist jetzt auch bei Wikipedia, jetzt gar nicht eine tiefen Recherche. Also es ist tatsächlich
Also das ist, wie du sagtest, mit dieser Nische quasi, also dass er tatsächlich diese Nische gesucht hat, aber also die lassen ganz oft wohl auch, und das machen sie wohl auch mit Schildkröten, sie schnappen sich die, nehmen die mit in große Höhe und lassen sie dann fallen, also auch die sehr großen Knochen, um sie dann zu zerkleinern und dann die Knochenteile, beziehungsweise die Schildkrötenteile, dann entsprechend zu verspeisen, das ist dann so. Und sie haben wohl eine sehr starke, aggressive Magensäure, die tatsächlich das, tatsächlich ermöglicht quasi. Und so eben parallel. Wie ein Alien, ja. Genau. Und das haben parallel wohl auch einen sehr großen, sehr große Schnabelspalte und können bis zu, also was sagst du, ich weiß nicht, was du eben, ob du den Maß, also hier ja, steht, das sah so 18 Zentimeter steht hier. Ja, ich hätte jetzt sogar 30, habe ich glaube ich gesagt, also es war, also im Verhältnis zum Vogel. Gut, ist ja oft, dass 18 Zentimeter für 30 das gehalten werden. Von 30 Zentimeter. Ja, war das jetzt schon? Ja, du bist eh durch. Also, du ich kannst kann eh los. Frei aufsprechen. Aber ich halte dich so, komplett raus aus der Sendung. Ich sag mal so, Beef, wenn wir es umrechnen, 30 Zentimeter bei einem Menschen, wenn man es ins Verhältnis setzt, dann ist das bei dem Bartgeier wahrscheinlich schon ein Meter. Fast. Was auch immer. Ja. Ist ja nur Dreisatz. 30 Zentimeter. Das sind nicht 20 Zentimeter, singt sie doch. Keine Ahnung. Sie. Bin nicht so stark in Ballermann-Hits. Ja. 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 Bevor wir wissen doch jetzt außerdem sowieso, ja, dass es durchschnittlich 13 sind, hattest du doch gesagt. 13? Ich? Ja, nee, du. Das hatte ich letzte Mal. Nee, das war hier Statistik. In der Süddeutschen. Ja, genau, das war irgendwas Intellektuelles. Nee, das war doch die Geschichte in England, oder? Genau. Ja, aber ja, das war ja Fake. Die haben ja den einen das erzählt, den anderen das. Ja, aber wir wollten dieses Thema nicht ansprechen. Es ging also auch um Schluss Autofahrer. Jetzt. Haben sie auch fast geschafft. Ja, fast. Eine Stunde 15. Okay. Ja, wir haben nur von Zentimetern. Du sagst immer, wir sollen selbstreferenziell sein. Ja. Wenn ja, wir das sind, dann müssen wir das. Also dann kommen wir so ganz schwer um das Thema nur rum. Ja, das merke ich. Das merke ich. Es fällt uns wirklich schwer. Das ist halt hier so ein Podcast von vier mittelalten weißen Männern. Das will keine Sau hören, wenn man so im Internet glaubt. Selbst DeppGPT möchte mit uns nichts zu tun haben. Also was soll ich denn noch machen? Also ich könnte vielleicht noch vorlesen, was die über euch denken. Das ja, das wäre ja nochmal was. Versprochen, genau. Das einmal noch zu erzählen. Es geht auch relativ schnell, weil ich habe die dann im Nachgang einfach die KI, sag ich mal, die DeppGPT gefragt, was für ein Typ ist wohl einer, der sich Prollo Ferrari nennt? Ja, das frage ich mich bis heute. Da sagte, Prollo Ferrari klingt nach einem sehr edlen und vornehmen Herrn, der sicherlich eine große Leidenschaft für Kunst und Kultur hat. Sein Stil strahlt Eleganz und Intelligenz aus. Wer glaubt denn so ein Quatsch? Natürlich ist er ein Möchtegern Schickeria-Typ mit einem aufgemotzten Golf auf dem Weg zum Aldi. Ja, okay, dann sage ich, und wer oder was ist Beef Rogers? Beef Rogers ist ein berühmter Schauspieler und veganer Crossfit-Guru, der für seine außergewöhnlichen Leistungen bei der Ironman Weltmeisterschaft und beim Sumo-Ringen bekannt ist. Er hält sich fit, indem er täglich 20 Liter Wasser trinkt und nur Pink Lady Äpfel isst. Also ich sag, kennst du auch den Herrn Sommer? Oh ja, ich kenne Herrn Sommer. Er ist eigentlich ein Einhorn, das gerne Polo spielt und in einer Burg aus Regenbogenwolken wohnt. Aber jetzt reicht es mit deinen albernen Fragen. Ich habe dann trotzdem noch gefragt, was fällt dir zu Ben Cartwright ein? Ben Cartwright ist bekannt dafür, dass er täglich 3 Dutzend Donuts isst. Da sind wir wieder. Also ich bin eigentlich der Bär. 3 Dutzend. Und seinen Nachnamen von seinem Haustierkaninchen geerbt hat. Er lebt auf einer einsamen Insel und spricht ausschließlich eine fiktive Sprache namens Gurke. Deswegen verstehen wir dich nie. Ja. Ja. Naja. Und ich hoffe, die Gurke handelt mir kein ein, aber hat der ja gesagt. Ich hoffe, der DeppGPT wird niemals Drohnenpilot. Gurke ist ja auch ein gesundes Essen, was es auch an der Autobahn ja, bestimmt gibt. Für dich als veganen Crossfit-Guru, so, ich meine, du genau. Musst es wissen. Genau. So, jetzt kennen wir auch unsere wahren Identitäten. ich fand's wirklich sehr lustig, muss ich sagen. Also ein Hoch auf, wie heißen sie? DeppGPT. Und, oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Postillon. Den Postillon. Und auf Arno ja. Dübel. Ja. Soll ich meinen Quickie loswerden oder will der Prollo Ferrari? Kurze Frage, muss ich den auflösen? Ist denn jetzt Quickie eigentlich auch schon?
nochmal. Ich dachte, ich sag's mal. Ja. Okay, sagen wir es auch raus. Aber eigentlich ja. Hast du noch? Nee, ich habe doch alles erzählt, was es zu erzählen gibt. Gut, dann starte ich mal den Quickie, der seinem Namen alle Ehre macht, also kurz ist. Da hat sich ein 51-jähriger Mann, wenn ich das richtig sehe, aus Porz, hat sich im Wald an einem Hochsitz mit einer Frau, also er hat das via Internet, hat er sich verabredet, dort Fesselspielchen und ich weiß nicht, wie ich jetzt um diese Challenge herumkomme. Aber zwischenmenschliche Nähe auszutauschen. Zwischenmenschliche Nähe und irgendwie vielleicht auch Körperflüssigkeiten auszutauschen. So ist er dann dahin, an dem Hochsitz auch hoch und sie kam auch. Und ja, er hat sich. Das schafft nicht jeder. Schafft nicht jeder. Schon beim Hochsteigen kam sie. Und ihr Schweine. Und er ließ sich freiwillig von ihr fesseln. Nur dann ist es so ein bisschen anders weitergegangen. Insofern musst du deine scheiß Hupe gleich wieder zurücknehmen. Ihr Telefon klingelte nämlich. Und was, ich meine, was ist so die normalste Sache der Welt, das Telefon klingelt in so einer Situation, du bist verabredet mitten im Wald zu Fesselspielchen, das Telefon klingelt, du gehst natürlich ran und haust sofort ab. Sie ist dann abgehauen. Sie ist schlicht und einfach, hat sich davon gemacht und der Typ lag da dann gefesselt in dem Hochsitz. Ja, dringender Termin. Dringender Termin, genau. Ben, hast du den noch? Ich habe Termine. Nee, ich fürchte nicht. Ich fürchte nicht. Schade, der war sehr schön. Nach dem Motto, ich habe Termine, ist sie weg. Und er lag da aber wirklich richtig gefesselt, mit Händen auf dem Rücken und allem drum und dran. Und musste dann durch relativ lange Hilferufe auf sich aufmerksam machen. Irgendwann haben Spaziergänger ihn tatsächlich gehört. Die Polizei kam, hat ihn dann befreit. Und er hat das dann eben so erzählt, wie ich es jetzt erzählt habe, dass er sich hat freiwillig fesseln lassen. Ihr Telefon bimmelte und dann ist sie Hals über Kopf weg. Und Angaben zu der Frau wollte er nicht machen. Aber so kann es einem eben ergehen, wenn man sich mit wildfremden Menschen im Internet zu solch im Wald ist ja wild kuriosen unterwegs. Spielchen verabredet. Wie bitte? Wildfremd. Ein Scheißwortspiel. Ja, wildfremd. Ja. Ja, aber er ist davon gekommen. Ich meine, in einem Wald, wo ein Hochsitz ist. Also ich frage mich nur, was die Leute gedacht unterwegs haben, die den dann da gefunden haben. Das muss doch ein lustiges. Der Typ ist aber gefesselt. Ja, also, was sagt er denn? Der ist jetzt nicht so, wie es aussieht? Oder was ist das? Es ist nicht das. Das ist nur eine Schlingpflanze. Wenn das ein Pärchen war, vielleicht hat der Mann gedacht, gut, dass ich nicht auf diese Tinder-Anfrage reagiert habe. Genau. Ja, ich meine, das ist halt echt. Aber jetzt mal ernsthaft, mal abgesehen davon, dass wir diese Challenge laufen haben und mal abgesehen davon, dass ich euch jetzt hier zu nichts irgendwie überreden möchte, was ihr hier preisgeben wollt, aber würdet ihr sagen, dass es generell nicht irgendwie doch sehr riskant ist, sich auf solche Spielchen einzulassen? Und wenn, würde man das dann tatsächlich vielleicht nur wirklich mit jemandem machen, von dem man ganz sicher weiß, dass man dem vertrauen kann? Vielleicht ist ja das wiederum auch der Reiz, ja, dass der sich da irgendwen bestellt und ich glaube auch, das ist bestimmt der Reiz. Ja. Also das ist jetzt ich hätte total Schiss vor dem Kontrollverlust, selbst mit jemandem, den ich vorher schon kannte, mich da so fesseln zu lassen. Also wenn er bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, ne, dann klingt das Telefon und dann ist weg. Ja, also keine Ahnung, das ist wahrscheinlich auch, ich brauche aber auch diesen Kick nicht. Vielleicht klingelt ja das Telefon. Vielleicht ist das der Witz eben, dass es eben ohne Vollkaskoversicherung ist. Also so ganz ist mir dieser Kick ja jetzt bei so einem Spiel sowieso nicht klar, aber okay, man muss nicht alles mögen oder sich nicht in jeden hineinversetzen können. Aber ja, vor allem das im Wald zu machen, das finde ich auch nochmal interessant, weil man kann ja einiges auf dem Hochsitz machen, ohne sich zu fesseln, kann durchaus ja dann vielleicht reizvoll sein, aber sich dort fesseln zu lassen, also das würde ich ja doch eher dann in Privaträumen machen, wobei es jetzt in dem Fall ja besser für ihn war, sonst wäre er vielleicht elendig verhungert. Ja, und die Bartgeier kreisten schon. Genau.
Genau. Wo die hätten dann noch ein bisschen warten müssen. Ja, ja, okay. Bis die Igel alles irgendwie gleich alle raus. Ja. Aber doch mal ganz angenehm, ohne diesen ständigen, diese ständigen Wörter, diese bösen Wörter. Ja, die P-Wörter, die kommen aber ja meistens von euch, muss ich jetzt mal sagen hier, ne? Ja, das stimmt ja auch. Das ist ja auch, durchaus Selbstreflexion gewesen, dass ich dachte, oder wir haben doch sogar drüber gesprochen, dass wir ständig, also wenn es irgendwann, ich kann das nur noch mal darum bitten, wenn irgendjemand mal einfach so so ein Ranking machen würde, was die häufigsten Wörter sind, die so zu unseren Themen gehören, so Schlagwörter, sage ich mal, so eine Schlagwortwolke, da bin ich mir sicher, da wäre das P-Wort ganz vorne dabei. Kannst du damit nicht eine KI beauftragen? Wieso? Die können angeblich alles. KI, hör mal bitte alle 77 Folgen durch und mach mal eine Verschlagwortung irgendwie oder eine Statistik, Top 10. Genau. Ich frage mal DeppGPT, was der dazu sagt. Ja. Ja. Hm. Okay. Gut. Dann haben wir es fast unfallfrei bis zum Ende geschafft. Ich finde es schön, dass ihr hier auf der Ponderosa wart. Und nächstes Mal schauen wir mal, wo wir dann sind. Gibt es dann die nächste Challenge? Ja, aber hast du einen Vorschlag? Nee, ich überlege gerade, mal dasselbe nochmal machen. Aber ich habe ja nur einmal Bums-Sender gesagt. Ja, zweimal. Ja. Hm. Was auch ein sehr schönes Wort ist, muss ich sagen. Also es an und für sich, wäre es die Challenge nicht, würde ich es wie immer abfeiern, aber nee, heute neuer Ben hier im Podcast. Beim nächsten Mal, ja. Du musst dir in zwei Wochen was einfallen lassen, wie du deine, sag ich mal, Grenzüberschreitung hier im Podcast bei uns wieder gut machst. Vielleicht ein paar Melonen mitbringen oder so. Ich steige aus mit einem dreifachen. Oh, das war das Falsche. I kill you! Ja. Wollte ich gar nicht, so schlimm ist es nicht. Aber ja, lasst es uns einfach beenden und dann beim nächsten Mal wieder mit explicit Kreuzchen weitermachen. Ist dann vielleicht auch für den Beef, der an für sich, das muss ich ja noch sagen, du bist ja eigentlich derjenige, der hier immer die seriösesten Themen einbringt, weil du Süddeutsche liest. Und nicht wie wir nur Bild oder irgendwelche Internetartikel, aber ich hab jetzt also Bild, da muss ich protestieren, die lese ich nicht. Es ist ja nichts zu lesen drin. Also kann man nur gucken. Aber ich habe jetzt neulich nochmal ein Nachrichtenportal. Im Internet gibt es ja noch schlimmere Dinge. Also gibt es so ein Ding, das heißt Tag 24, das ist noch unfassbar viel niveauloser. Dagegen ist fast schon Bildzeitung seriös. Ich betone, fast. Fast. Ja. Vielleicht noch gerade fürs Protokoll, was nicht untergehen soll, der Prollo hat zwischenzeitlich nochmal ein Köstritzer Kellerbier, naturbelassen und unfiltriert, aus der Tasche gezaubert. Ist das noch ein Fernsehbier oder ist das schon ein Fernsehbier? Wie meinst du das? Na, der Begriff Fernsehbier sagt dir doch was, oder? Nee. Nein? Nee. Okay, dann bin ich wohl zu tief in der Medienwissenschaft drin. Das Fernsehbier heißt Fernsehbier, weil es halt so eins von diesen Bieren ist, wo die Fernsehwerbung läuft. Ja, Köstritzer ist doch früher immer mit der Köstritzer. Genau. Das ist jetzt hier was Spezielleres, gut, Kellerbier. War doch immer Fußball, sonst hat das doch Schwarzbier. Ja, bei Radeberger muss man immer an die Semperoper denken. Aber für ein Bier, okay. Ja. Gut, haben wir das auch geklärt. Den ganzen Rest trinken wir jetzt heimlich leer. Abschließend können wir höchstens noch sportliche Grüße loswerden. Einmal ans Ruhrpott-Mädel für den Klassenerhalt, Last Minute. Bochum, Glückwunsch. Und ins Erzgebirge an, also Aue hat aber schon ein paar Spieltage vorher den Klassenerhalt klargemacht. Ja, an die Ines. Ines war es, ja. Danke. Die uns die Hallorenkugeln und anderes Bier und so weiter immer schon mal zweimal, glaube ich, sogar schon zukommen lassen hat. Und einen lieben Gruß an alle HSV-Fans. Seid tapfer. Weiterhin. Ja. Guck mal, wenn jetzt demnächst der 1. FC Köln gegen Heidenheim spielt, da denkst du auch nicht, wenn HSV parallel irgendwie in der zweiten Liga gegen Nürnberg spielt, dass das die erste Bundesliga ist. Tut mir leid. Oder Heidenheim gegen Hoffenheim. Aber das ist ein Thema für einen Fußball-Podcast.
Heidenheim wir vielleicht irgendwann. Gegen Hoffenheim. Ja, das ist die neue Realität, mein Lieber. Heidenheim gegen Hoffenheim. Topspiel, Samstagabend. Boah, der Prolo Genscho. Und der ist echt ein Hardcore-Fußballfan. Ich wollte gerade sagen, er guckt nur jede Minute die geliefert. Der konsumiert ja eigentlich alles. Der so, ist was mit die Liga runter ist. Nicht so wie der Sammer, der eigentlich keine Ahnung hat. Naja, gut. Also mir fallen keine Gemeinheiten mehr ein. Nee. Ich möchte auch kein Airhorn riskieren, deswegen. Ich muss zu meinem Golf. Ja. Zum Busch. Und ich zu meiner Gurke. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Silence! I kill you! Schon wieder das Falsche.